Salzburg, herzlichen Glückwunsch. Es war eine zähe Angelegenheit, ein Arbeitssieg, ein klassischer 2:1 am Ende gegen die SV Ried. Wie war denn das Spiel aus deiner Sicht? Ja, richtig gesagt, es war ein klassischer Arbeitssieg. Wir sind sehr schwer in die Partie reinkommen. Am Ried war sehr, sehr giftig. War spielerisch heute, finde ich, den Tick besser als wir. Es war ein sehr, sehr aggressives Spiel, haben beide Mannschaften haben richtig Gas gegeben. Wir sind dann kurz vor der Pause in Rückstand geraten und dann nach der Pause gewusst, dass wir einfach alles rausholen müssen, wenn wir das Spiel noch drehen wollen. Haben dann ein bisschen Glück gehabt, dass sie das Spiel nicht entschieden haben, beziehungsweise der Ritschi 1 war super gehalten. Ja, dann sind wir im Spiel geblieben und haben dann noch das Spiel gedreht und von dem her war es ein Arbeitssieg. Aber ich glaube, dass wir uns den aufgrund unserer Leistung, was den Einsatz und was den Kampfgeist betrifft, dann auch verdient haben. Was waren aus deiner Sicht die Gründe, warum habt ihr euch so schwer getan? Ja, weil Ried einfach eine gute Mannschaft hat und die waren heute sehr aggressiv. Wie gesagt, meiner Meinung nach waren sie dann den Tick ruhiger am Ball, haben die den Ball besser laufen lassen. Das haben wir heute nicht so gut gemacht und von dem her waren sie einfach über 60, 70 Minuten dann besser im Spiel. Und ja, wir haben dann andere Tugenden angewendet, haben ja vorne geschaut, dass wir den zweiten Ball bekommen und dass wir so zu Torschüssen kommen haben. Das ist uns dann heute auch gelungen und dann haben wir noch 2:1 gewonnen. Es war extrem kalt. Wie war es für dich als Spieler? Ja, stimmt, es war wirklich kalt, aber es war für alle 22 gleich am Feld. Ändert das was in der Vorbereitung, die Kälte, oder ist es in Wahrheit dann doch ein Spiel wie jedes andere? Nein, ein Spiel wie jedes andere. Wie gesagt, es ist für jeden gleich. Natürlich wäre es mir lieber, wenn es plus 10 statt minus 10 hat, ganz klar. Aber ich glaube, das wäre so alle anderen auch, von dem her. Ist für jeden gleich und das müssen wir so nehmen. Es war jetzt der zweite Heimsieg in Folge. Man hat das Gefühl, es gibt jetzt ein bisschen mehr Ruhe. Ein Gefühl, das täuscht? Na, Ruhe. Ich glaube, wir in der Mannschaft haben immer gewusst, was wir drauf haben. Haben schon Ruhe auch gehabt. Wir haben gewusst, was wir können. Die Ergebnisse haben natürlich nicht gepasst in den ersten drei Spielen. Auch die Leistung nicht immer. Aber ja, wie gesagt, wir wissen, was wir können. Ich glaube, es ist ein ganz wenig gelegen, dass vielleicht eben, was ich am Samstag angesprochen habe mit der Einstellung, die zwei Spiele waren jetzt top von dem her und ja, schon werden wir belohnt. Natürlich am Spielerisch müssen wir jetzt auch schauen, dass wir noch Schippe drauflegen, weil heute war das nicht besonders gut, aber wie gesagt, es war ein Kampfspiel im Cup, jetzt weiterkommen und das haben wir geschafft. Danke, Philipp Rosenig. Viele Chancen und am Ende eine unglückliche 1:2-Niederlage hier bei deinem Ex-Club Rapid. Wie war das Spiel aus deiner Sicht? Ja, ich glaube, dass wir relativ gut reingekommen sind in die Partie, dass Rapid dann mit der ersten Halbzeit ein bisschen das Ruder übernommen hat und dann sind wir zum Glück mit 1:0 durch den Elfer in Führung gegangen. Und zweite Halbzeit war so ein komplett offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten und ich glaube, wenn wir da das 2:0 machen durch eine von den drei Großchancen, die wir gehabt haben, dann gehen wir da als Sieger vom Platz. Aber so kommen wir uns durch einen Elfer zurück und dann sind wir einfach zu ungeordnet und nicht aktiv genug, dass wir das 2:1 gleich kriegen. Was kann man aus so einem Spiel dann lernen? Ja, dass man die Chancen machen muss. Also gegen eine Mannschaft wie Rapid musst du immer die Chancen machen, weil die haben halt natürlich auch Qualität vorne und sind immer gut für Tore. Du hattest eine große Chance. Hand aufs Herz, was geht? Chill uns einmal, lass uns da mal ein bisschen durch deine Gedanken teilhaben. Was ist dir da durch den Kopf gegangen? Gar nichts, einfach nur ein Ball treffen und dann habe ich nicht getroffen und das war halt schade, aber im Spiel geht da gar nichts, im Kopf einfach ruhig bleiben und das ist. Für uns draußen war es unfassbar kalt, wie war es für dich? Ja, wir haben auf der Bank war es eigentlich relativ okay, nur dann im Spiel waren die Hände ein bisschen kalt, aber das passt schon. Es geht jetzt weiter in der Sky Go League, es geht um den Aufstieg. Was erwartest du in den nächsten Spielen? Ja, dass wir so auftreten wie heute, dass wir mit Selbstbewusstsein spielen und dass wir Tore machen und dass wir als Sieger aus jeder Partie vom Platz gehen. Richard Strebinger, es war ein hartes Stück Arbeit, am Ende steht Rapid mit 2:1 im Cup-Halbfinale. Lassen Sie mal das Spiel aus deiner Sicht Revue passieren. Wie war es für dich? Ja gut, jetzt ist natürlich das Gefühl ein Wahnsinn, wenn du 1:0 hinten bist. Erste Halbzeit war, ja, sind wir nicht ganz so gut reinkommen, aber dann zweite Halbzeit haben wir draufgedrückt, presst, haben alles versucht. Hat dann ein bisschen länger gedauert, bis wir das Tor gemacht haben, aber dann mit dem Doppelschlag war Wahnsinn und dann haben wir es eigentlich super runtergespielt und dann noch wenig zulassen. Also jetzt ist einfach ein geiles Gefühl. 45 plus 1, darüber müssen wir reden. Der Elfer für Ried, wie war er für dich? Ja gut, ich bin mir eigentlich sicher, dass ich mit den Fingerspitzen vor am Ball komme und dann macht er aber einen richtig schnellen Schritt und ich denke, ich war 11 Meter, ich komme spät.
brauche nicht weiter reden. Es war unfassbar kalt. Wie war es für dich als Torhüter? Ja, es war eigentlich okay. Also mir war jetzt so, ich habe mich immer versucht warm zu halten, mich viel zu bewegen. Das Einzige war nur, dass die Handschuhe halt vorne bei den Fingerspitzen schon komplett eingefroren waren und da habe ich halt immer versucht, die ein bisschen weich zu kriegen, weil die halt schon richtig steif waren. Ja, aber scheißegal, da ist zu viel Adrenalin, da spürst du nichts. Und jetzt einfach nur geil, dass wir gewonnen haben. Das Comeback in der zweiten Halbzeit, was waren aus deiner Sicht, was waren da die Faktoren dazu? Weil wie du angesprochen hast, man hat gemerkt, dass ich immer weiter nach vorne gerückt seid, immer mehr angepresst habe. Ja, ich denke am Anfang, wir haben halt die ganze Zeit viel riskiert. Am Anfang haben wir es noch nicht so gut geschafft, die Konter von Ried zu unterbinden. Da war es dann, glaube ich, ein Spiel hin und her, wo auch Ried zwei, drei Mal gefährlich für unser Tor gekommen ist. Aber dann irgendwann haben wir das dann, glaube ich, noch besser in den Griff gekriegt, ein bisschen besser gestanden hinten und dann sind wir eigentlich gar nicht mehr rausgekommen. Und dann war es, denke ich, nur Frage der Zeit, bis das Tor gefallen ist. Aber man muss auch mal das Tor machen, man muss einen Elfmeter in so einer Situation machen. Deswegen Hut ab vom Joe. Und ja, einfach super, dass wir dann jetzt gewonnen haben. Beim Elfer vom Joe, warst du da ruhiger, wie du ihm zugeschaut hast? Oder war du ruhiger, wie du auf der Linie gestanden bist bei dem Elfer gegen dich? Deutlich ruhiger, wie der Elfer gegen mich war. Also, wenn man vorne sieht, der Elfmeter ist, glaube ich, für alle Beteiligten, außer vielleicht für den Schützen, immer ein Wahnsinn, weil ich nur zuschauen kann und hoffen kann, dass der Ball reingeht und überragend, dass er ihn gemacht hat. Gibt es da so Aberglauben oder Riten, die du hast? Ja, ich muss sagen, heute habe ich mich schon bekreuzigt vor dem Elfmeter, weil ich schon an Gott glaube und ja, weiß nicht, ob er beim Fußball dann unbedingt immer mithilft, aber das ist halt dann ein bisschen Aberglaube und ja. Letzte Frage, es war jetzt der zweite Sieg in Folge, der zweite Heimsieg in Folge. Wie viel Ruhe gibt es dir das jetzt persönlich und auch euch als Mannschaft? Ja, Ruhe. Ich denke, jeder Sieg gibt Selbstvertrauen. Aber im Cup ist natürlich was ganz Besonderes, weil sobald man verliert, ist man draußen. Deswegen hat es geheißen, weiterkommen, egal wie. Und das haben wir geschafft. Ich denke, die Bedingungen waren nicht leicht zum Spielen. Da war es klar, dass es ein Kampfspiel wird, dass viele Zweikämpfe, viele hohe Bälle, viele zweite Bälle zum Gewinnen sein müssen, um die Partie gewinnen zu können. Und das haben wir geschafft, deswegen der Sieg tut, glaube ich, der ganzen Mannschaft unglaublich gut und wir haben gesagt, dass wir im Cup weit kommen wollen und jetzt haben wir die nächste Etappe geschafft.